Tipp 1, starten Sie langsam und überlegt in die neue Laufsaison. Ganz großes Problem bei den meisten Freizeitläufern ist, dass die in einem zu hohen Intensitätsbereich rennen. Bei uns Profisportlern ist es tatsächlich so, dass nur 20% des Trainings wirklich hochintensiv sind. Faustformel ist immer so, die finde ich ganz gut. Wenn man sich beim Training gut unterhalten kann mit seinen Kollegen, mit denen man läuft, dann ist man in der richtigen Intensität unterwegs. Empfiehlt der Ex-10.000 Meter Europameister und BMW-Laufsportbotschafter Jan Fitschen. Tipp 2, wer auf einen Wettkampf hin trainiert, sollte sich nicht zu hohe Ziele setzen. Da möchte ich also bitten, dass man das nicht so übers Knie bricht, sondern dass man sowas doch etwas längerfristig angeht. Ein 10-Kilometer-Lauf bekommt man noch relativ schnell hin, Halbmarathon ist schon eine andere Geschichte. Und für einen Marathon benötigt man meiner Meinung nach mindestens ein halbes Jahr, eigentlich eher ein Jahr oder noch länger Vorbereitung. Tipp 3, den Wettkampf einfach genießen und sich niemals von der Euphorie am Streckenrand mitreißen lassen. So, man muss wirklich versuchen, am Anfang sein Tempo zu finden, denn das darf man nie vergessen, dafür hat man ja dann auch doch länger trainiert und dann sollte man auch sich darüber freuen, dass man überhaupt da am Start stehen darf und dass man da rennen kann. Tipp 4, teilen Sie sich das Rennen gut ein, damit Ihr Akku nicht plötzlich leer ist und vertrauen Sie vor allen Dingen immer Ihrem Körper. Man merkt wirklich ganz deutlich, okay, ich habe nur eine bestimmte Energiereserve zur Verfügung, ich habe eben nur ein bestimmtes Tankvolumen an Energie, auf das ich zurückgreifen kann. Und mit dieser limitierten Energiereserve muss ich besonders gut umgehen können. Das heißt, ich muss die sehr effizient nutzen. Und dann erreicht man auch das Ziel.